Der Weihnachtsbaum ist immer noch da, der muss jetzt aber echt mal weg, weil ich war über den Jahreswechsel auch noch bei meinem Bruder und der hat mir die Vorbestellungen aus dem Laden mitgebracht und das Ergebnis ist diese Tüte. So, ich habe schon mal ausgepackt, aber ein bisschen Spannung soll natürlich sein, deshalb liegen die jetzt hier alle falsch rum, damit wir hier noch ein bisschen was unboxen können. Das ist bei mir wie immer bunt gemischt. Man sieht hier Packungen von Rocco, man sieht Sachen von Pico, man sieht Sachen von Minitrix, von Fleischmann hier außen noch ein bisschen was. Und hier drunter ist sogar eine Märklin-Packung. Da sind die Wagen natürlich schon von meinem Bruder mit Gleichstromachsen ausgerüstet worden. Und wir fangen jetzt mal an mit den Fünfen hier. Da hat ja die Rückseite doch schon verraten, was es einigermaßen ist. Das sind nämlich von Brekina neue Checker Caps oder halt auch Checker Police, ja, würde ich mal sagen. Also das hier ist auf jeden Fall Polizeiauto. Die sind ja alle in etwa gleich. Das Thema schlachten sie gerade ein bisschen aus bei Brekina, weil sie die Grundform haben und bauen da raus. Beispielsweise, wo sind wir hier mit der Kamera? Guck mal, da sind wir. Da ein Polizeiauto draus oder eben klassischerweise ein Taxi. Das gab es ja auch als Sammelthema von Brekina, als die Serie neu war. Also jetzt hier das Taxi. Gerade die Kamera einschalten, damit ich auch sehe, ob ihr was seht. In dem Fall jetzt die Yellow Cab Company von Pittsburgh in der Schachtel, in der hier die Chicago Police, das schwarze hier, Checker Cab, ist wieder ein Taxi von Tallahassee, das ist auch ein Taxi in einem Türkiston. Von Detroit. Und dann haben wir noch eine Polizei. Nämlich die Kalamazoo Police. Gibt nicht zu jedem ein Vorbild, beziehungsweise wenn es eins gibt, dann haben sie es echt schwer gemacht, die zu finden bei Brekina. Ich glaube schon, dass das ein oder andere Fantasie ist, aber was soll der geizen? Schöne Modelle. Muss man noch ein bisschen aufpeppen. Grill ein bisschen farblich hinterlegen, ein paar Highlights noch setzen, aber das passt schon. So, jetzt drehen wir mal hier die Märklin-Schachtel um und wir sehen 4 Container-Tragwagen, allerdings ohne Container diesmal, sondern mit Rungen für den Holztransport. Da hatte ich auch schon mal reingespitzt, weil ich wollte schauen, ob Märklin irgendwas dazugelernt hat, ne? Aber man ist halt Marktführer und führt sich dann auch auf wie so ein Marktführer. Der eine oder andere wird sich nämlich erinnern an mein Video, wo ich schon mal Wagen von Märklin mit zahlreichen Nassschiebebildern auf den Rungen versehe. Und das ist halt hier auch wieder der Fall. Und es ist vor allen Dingen noch schlimmer geworden als vorher. Denn dieser hier, ich suche das nur gerade, ich finde es nämlich nicht. Da war noch ein Beileger dabei. Also hier kann man es allerdings auch schon sehen. Der braucht auf jeder Seite 4 Nassschieber. Das heißt 8 Nassschieber pro Runge. Jeder Wagen hat 9 Rungen. Und ich habe 4 Wagen. Da bist du einen Tag beschäftigt, was mit ein bisschen Digitaldruck von Seiten Märklin einfach innerhalb kürzester Zeit erledigt werden könnte. Ja, und ich kann da den Michael verstehen, dass er manchmal über Märklin keine so gute Meinung hat, weil das kannst du dir echt nur als Marktführer erlauben, sowas auf den Markt zu bringen. Da werde ich mich tatsächlich beherrschen müssen, sollte Märklin das Thema wieder aufgreifen mit dem Holztransport auf
Containerwagen. Und dann einfach mal mit dem Geldbeutel abstimmen. Damit sie merken, dass das einfach so nicht mehr geht. Hier ist der Zettel, glaube ich, noch drin, den ich gesucht habe. Ach na, das ist gar kein Zettel. Das ist hinten auf dem Nassschieber. Fällt mir gerade auf. Da steht's: Auf jede Runge bitte 8 Nassschieber platzieren. Und das ist echt, das ist kein Spaß. Vor allem, weil die hier noch alle mit so einer Umrandung versehen sind. Und die muss man auch noch wegschneiden, weil die gehört natürlich nicht zum Nassschieber, der aufgebracht werden soll dazu, wie man auf dem Aufdruck hinten drauf sieht. Also das leider das Murksmärklin. Deshalb nennt man uns manchmal auch Murkslin. Und kommen wir zu der kleinen blauen hier. Das ist die einzige Lok tatsächlich hier in dem Stapel. Und es ist das passende Zugtier für die Rungenwagen von Märklin. Es ist nämlich eine Hector Rail. Bin ja großer Freund von Hector. Mag die Farbkombi sehr. Und hier haben wir jetzt also ein neues Zugpferd in Hektorfarben bei mir im Fuhrpark. Ist in dem Fall eine Elektrolok, wie man unschwer erkennen kann. Mit dem Hektor-Logo hier an der Seite. Gibt es auch nichts zu meckern an der Druckqualität tatsächlich. Das ist mittlerweile sehr sauber. Man erkennt mit dem bloßen Auge auch keine Versprenkelungen in den gelben, im gelben Logo-Aufdruck. Und man spürt aber trotzdem deutlich mit dem Finger, dass da eine leichte Erhabenheit da ist. Es ist also definitiv Digitaldruck. Aber je nachdem, wo der bei Rocco herkommt, ist er mal besser und mal schlechter. Und hier, wir schauen mal gerade auf die Schachtel, steht tatsächlich drauf Made in Vietnam. Und für Vietnam würde ich mal sagen, das ist eine gute Arbeit, die Rocco hier ausliefert. Natürlich, wie immer bei Rocco, gehört Beutelzurüstteile dazu. Ohne geht's nicht. Das wäre ja hier. Nö, also ganz, ganz schlimm. Bin mir noch nicht mal sicher, ob die einen Digitaldecoder drin hat. Aber es ist zumindest ein Funktionsdatenblatt dabei. Also von daher würde ich sagen, habe ich das Digitalmodell gekauft. Das wäre jetzt wieder zurück in ihre Schachtel befördert. Ja, Einpacker bei Rocco ist eher kein Job für mich. Weiter geht's mit Pico. Da haben wir hier von Vascosa 2 Schiebeplanwagen. In dem von der Vascosa bekannten Blau-Orange. Und wir haben hier, die Amis würden wahrscheinlich sagen, Prime for Grime. Na. Noch 2 Schiebeplanwagen von der Merck Italia, die über entsprechende Ausbesserungsspuren schon an der Plane verfügen. Also so ein bisschen vorgealtert sind quasi. Die haben auch beide unterschiedliche Spuren. Ich nehme jetzt mal den einen hier raus. Das glänzt das uns alles so im Licht. Die haben hier also dunklere Stellen quasi auf dem
Wagen, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob die wirklich beide unterschiedlich sind oder ob man sie nur mit der jeweils anderen Seite in den Karton gelegt hat. Das würde ich gern geklärt wissen, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Und dann heißt es wieder, aber du hast nicht gesagt. Also. Den zweiten im Bunde auch mal raus. Und ja, die sind unterschiedlich. Er hat eine sehr großflächige Ausbesserung bis fast oben an die Kante, an der das dann abknickt. Er hier nicht eher so eine gestufte, während die andere Seite bei beiden tatsächlich relativ ähnlich daherkommt. Aber in ihrer Gesamtheit haben sie jeweils unterschiedliche Ausführungen der ausgebesserten Stellen. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, Einpacker bei Pico werde ich natürlich auch nicht. Aber beides waren jetzt auch keine erklärten Karriereziele. Jetzt hat's geschnackelt. Ja, und wie gesagt, der hier Vascosa im Vascosa Blau und Orange. Die ohne Ausbesserungsspuren an den jeweiligen Planen daherkommen, also fabrikneu sind. Auch den packen wir wieder ein. Und schauen wir mal, was wir noch haben. Nämlich von Rocco GATX Kesselwagen. Auch das ein Doppelpack. Aber da kannst du nicht viel falsch machen. Bei dem Kesselwagen von Rocco. Denn da ist tatsächlich das einzige Zurüstteil die Bremsschlauch-Imitationstüte, die man... Willkommen zurück. Akku ist erschöpft, hat die Kamera gesagt. Danach hat er keinen Bock mehr. Wir waren stehen geblieben beim Rocco Kesselwagen, bei dem das einzige Stück Zurüstteile tatsächlich der Beutel mit den Bremsschlauch-Imitationen ist, die man aber nur braucht, wenn er am Wagenende laufen soll oder in der Vitrine steht. Von daher sind die Kesselwagen tatsächlich von Rocco das einzige mir bekannte Modell, wo man nicht noch Zurüstteile anbringen muss. Wer da trotzdem Bock drauf hat, das bei Kesselwagen zu machen, gerne. Igra hat da Bausätze im Angebot, die sie als Fertigmodell verkaufen. Denn das Zweierset fertig zugerüstet von Rocco ist günstiger als zwei Bausätze von Igra. Das stimmt einfach. Preis, Leistung nicht bei den Tschechen, was die Kesselwagen angeht. Aber die beiden also nochmal. Und damit kommen wir zum letzten H0-Modell aus der Tüte tatsächlich. Und es ist erneut Vascosa mit Aufliegern von Blue Water 1T3000E von Rocco. Der ist ja soweit bekannt, den hatte ich ja letztens schon in einem großen Unboxing auch mit dem Pico-Modell verglichen. Ja, Tesafilm und ich werden auch keine Freunde mehr. Den Monitor von der Kamera wieder ausmachen, nicht, dass der nächste Akku auch gleich noch erschöpft ist. Ja, das hier natürlich klassisch Rocco. Da sind Zurüstteile dabei. Da gibt es ja aber gute Videos zu im Netz, wie man den problemlos zurüsten kann. Und das also jetzt hier die Variante der Vascosa mit den Aufliegern, mit dem sehr großen, auffälligen Blue Water Aufdruck.
alle Seiten soweit bedruckt bis auf das Dach, wobei es gut sein kann, dass da das Original auch keinerlei Aufdrucke auf dem Dach hat. Das also hier, das letzte H0-Modell aus der Tüte. Das heißt im Umkehrschluss, dass jetzt noch was anderes drin war. Und ihr hattet es ja vorhin schon gesehen, dass hier noch Schachteln rumliegen von Fleischmann und von Minitrix. Aber fangen wir mal mit der Minitrix-Schachtel an. Auch hier sind wir wieder im Bereich KLV, Sattelanhänger. Ein Zweierpack mit Essers-Aufliegern hier von Minitrix. Also das ist jetzt hier kein Doppeltragwagen, sondern das sind zwei einzelne, die hier entsprechend Auflieger haben. Also das ist der Wagen an und für sich und das hier der entsprechende Auflieger, auch hier schön bedruckt. Die Gardinenplanverschlüsse sichtbar. Für den Maßstab auf jeden Fall ein sehr schick gemachtes Modell, die beiden SS-Auflieger. Wobei ich gerade etwas wundere, dass der tatsächlich bis hinten ans Wagenende reicht, wenn er in der Tasche steht. Aber anders geht's nicht, weil die Aufnahmen für die Räder sind auf dieser Seite. Das heißt, der muss so rein. Und die Sattelplattenaufnahme wäre ja auch hier. Man sieht allerdings auch, wenn man das hier so hochklappt, dass der Königszapfen unmöglich in die Aufnahme hier greifen könnte, so wie sie geschoben ist. Die ist aber leider nicht beweglich. Wir sind hier halt doch dann auch bei Spur N und nicht mehr bei H0. Mal Schutzfolie vergessen. Ist jetzt nicht so tragisch. Dann haben wir hier von Fleischmann mal wieder Kesselwagen, in dem Fall auch ein Doppelpack von der OMV. Ich mag den kleinen Maßstab ja mittlerweile sehr. Ich mag die Bedruckungsqualität, ich mag die Detaillierungsqualität. Es wird jetzt nur mal höchste Eisenbahn. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mit der Anlage auch weitermache, die da ja im Entstehen, aber noch im sehr rudimentären Stadium im Bastelraum der Dinge hart, die da kommen werden. So, und dann kommen wir zum letzten nochmal Fleischmann. Und dieses Mal haben wir einen Doppeltragwagen erneut, Vascosa. Hier, das ist, boah, schlag mich tot. Ich weiß es nicht, ich blende es ein. Es ist wahrscheinlich ein T2000 in der Packung hier. Bisschen unschön ist, dass man natürlich auch bei Fleischmann das Rocco-Konzept hat mit den durchgängigen Balken hier für die Container, damit die entsprechende Auflagefläche haben und dann drin ist, beziehungsweise unten drunter kann man die dann hier entsprechend einklipsen mit der Nase hier und dann hier auf den Wagen setzen, weil ohne hält der natürlich nicht. Ist jetzt ein 40er dabei, ein 220er Container, die auch einigermaßen okay bedruckt sind, irgendwie in einer sehr neutralen Farbgebung, ohne Logo. Aber zumindest mal der 40er auch mit Highcube-Markierungen
und die zwei kleineren hier auch ohne eigentliches Logo und mit einem Dach, das ich mal als, weiß ich nicht, nicht vorbildgerecht bezeichnen würde tatsächlich. Also was man da vorhat, glatte Dächer, habe ich jetzt auch irgendwie noch nicht gesehen. Aber durch die komischen Erhebungen sind sie halt stapelbar und einigermaßen verrutschsicher. Das ist jetzt nicht das Allerschönste. 40er ist schick. Die 220er habe ich schon Besseres gesehen, auch in diesem Maßstab. Muss man ganz klar sagen. Und damit sind wir durch die große Weihnachtstüte. Wartet ein bisschen Arbeit auf mich. Das war's mit der großen Weihnachtstüte. Hier heißt es also erstmal aufräumen, Baum raus und Platz schaffen. Und dann kann es ans Zurüsten der neuen Wagen gehen. Und dann geht es auch hoffentlich mal mit meiner kleinen Spur-N-Anlage weiter. Und dann können wir zumindest die Spur-N-Modelle endlich mal auch auf einer Anlage bewundern. Hoffen wir mal, dass das alles klappt in 2022. Pläne habe ich auf jeden Fall genug. Mal schauen, ob ich auch dazu komme, die alle umzusetzen.